Ich persönlich muss zugeben, mit den Filmen von und mit Paul Naschy bin ich nicht wirklich so warm geworden. Das war auch der Grund, warum ich damals beim Erscheinen der von Subkultur gestarteten Paul Naschy Legacy of a Werewolf Collection nicht gleich von Anfang an mit dabei war. Etwas, das ich natürlich rückblickend wieder bereue. Denn die späteren Titel, die jetzt im Rahmen der Reihe veröffentlichen, die interessieren mich dann wiederum alle. Vor allem der Blutrausch der Zombies, der ja dann in Österreich auch noch mit einer Puzzle Edition veröffentlicht wurde, den musste ich mir dann doch in die Sammlung holen. Das war dann auch mein erster Titel aus der Reihe immerhin, wenn es sich schon um einen gemäß Paragraph 131 StGB beschlagnahmten Titel handelt, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, sorgt das doch auch für ein gewisses Interesse, obwohl der Film natürlich in no way, shape or form auch nur ansatzweise gerechtfertigt hat, diesen Status jemals irgendwie aufgedrückt zu bekommen. Jetzt erscheint dann allerdings mit Todeskreis Libelle ein weiterer Titel von Leon Klimowski mit Paul Naschy in der Hauptrolle eben als Blu-ray-Edition und da wurde ich dann ebenfalls wieder schwach, auch wenn das Cover das Subkultur für den Release gewählt hat, nicht dem alten, wundervoll reißerischen, pink-bunten VHS-Cover entspricht, ist das meiner Meinung nach trotzdem ein wirklich wunderschön gezeichnetes Cover-Artwork, wo eben verschiedene Elemente aus dem Film sehr schön zusammengefügt wurden und man muss ja wirklich nur hier einmal anerkennen, wie meisterlich dieser Pinselstrich ist, wie schön das Ganze eben von den Farben und Kontrasten her an dieses Frontcover-Artwork angepasst wurde und das Ganze wirklich einen schönen Look hat. Und obwohl ich persönlich diese eingerahmten Cover eigentlich nicht so mag, sieht das eben im Rahmen der Reihe wirklich sehr schön aus. So haben wir eben auch den einheitlichen Spine der Reihe mit dem Filmtitel bzw. der Buchrückenüberraschung, die hier fortgesetzt wird, von der ich euch leider nicht wahnsinnig viel zeigen kann, weil es eben nur meine zweite Edition aus dieser Reihe ist. Wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann einmal noch zu einem Angebot, wo es die ersten Titel dann doch auch noch zu einem, ich sage mal, akzeptablen Preis gibt. So können wir da jetzt einmal auf dem Backcover natürlich die Inhaltsangabe vom Film lesen, beziehungsweise ebenfalls in dem eingerahmten Design. Was finde ich da auch wieder absolut cool passt, dass es eben genauso ausgestattet ist wie das Frontcover-Artwork. Da finden wir nämlich eben auf dem Release gleich zwei verschiedene Fassungen von dem Film, nämlich eben auch die spanische Clothed-Fassung und damit eben auch quasi den Grund, warum ich normalerweise eben bei den Paul Naschy-Filmen nicht ganz so dahinter bin, weil es eben, sagen wir mal, doch mehr Zeigen von Körperteilen ist und nicht unbedingt eine spannende Handlung. Aber wir finden dann, und das gefällt mir ehrlich gesagt auch wirklich ziemlich gut, ein quasi aufgemachtes, quer aufzufaltendes Motiv auf dem eigentlichen Keepcase. Das ist ja auch etwas, das Subkultur wirklich wahnsinnig gerne macht, beziehungsweise dann zwei verschiedene Discs, eben die DVD und die Blu-ray mit zwei verschiedenen Elementen, auch vom Frontcover im Inneren. Und dann gibt's natürlich hier ebenfalls noch ein Booklet mit dazu, geschrieben von David Renske, das meiner Meinung nach schlicht, aber doch effektiv und sehr schick aufbereitet wurde, hier mit 8 Seiten. Gefällt mir relativ gut, ist eine einfache, aber trotzdem effektive Reihe meiner Meinung nach. Und auf den Film bin ich ja zugegebenermaßen auch durchaus gespannt.